Hallo und herzlich willkommen. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie eine CD brennen können bzw. von einer CD ISOs erstellen können. Dazu öffnen wir als erstes unseren Standardbrowser und verbinden uns mit der Seite imgburn.com. Auf diese Seite angekommen, klicken wir oben auf Download. Anschließend wählen wir ein Mirror aus, einen Spiegel, den wir haben wollen, und laden uns dort Image Burn herunter. Nachdem wir das jetzt heruntergeladen haben, habe ich jetzt hier schon gemacht, führen wir das einfach mit einem Doppelklick aus. Einfach hier auf Weiterklicken, lesen und anschließend die Nutzerbedingungen durch. Akzeptieren die, klicken auf Next. Hier können wir nun auswählen, was wir alles installieren wollen zu Image Burn dazu. Ich lasse das jetzt einfach mal an der Stelle so. Hier noch den Ort, wo wir es installieren wollen, klicken auf Next, anschließend den Namen im Startmenü und hier können wir jetzt nach Belieben die Ask Toolbar installieren. Ich lasse das jetzt einfach mal, ich habe schon eine ähnliche bzw. brauche keine. Gerade nicht. So. Thanks for installing Image Burn. Okay. Anschließend auf Finish, damit Image Burn gestartet wird. So, das ist das Programm ImageBurn. Hier können wir jetzt beispielsweise eine Image-Datei auf eine CD brennen oder beispielsweise einfach Files auf die CD brennen oder ein aus Files eine bestimmte ISO-Datei machen, eine CD zerstören quasi oder zurücksetzen und hier einfach von einer CD eine ISO erstellen. Ich habe jetzt beispielsweise Windows 8 ins Laufwerk eingelegt. Hier sehen wir es auch nochmal. Ich kann das nochmal öffnen. Das sehen Sie hier. Das ist Windows 8. Von diesem Laufwerk wollen wir jetzt quasi eine ISO-Datei erstellen. Das heißt Create Image from Disk. Anschließend werden wir das Laufwerk auswählen, wenn wir RAM anschließend den Ort, wo es gespeichert werden soll, einfach mal auf dem Desktop. Dann hier den Namen, klicken auf Speichern. Anschließend sehen wir jetzt hier, wie viel das braucht am Ende. Hier können wir jetzt noch ein paar Einstellungen treffen, die Read Speed, also maximal, und wählen dann hier noch was aus. Und ich nehme jetzt mal hier 18 und erstelle einfach mal ein ISO beispielsweise. Das ist jetzt auch schon, wird gerade erstellt. So kann jetzt je nach Größe von CD ein wenig dauern. Jetzt können wir hier, wenn das fertig ist, ja, ist schon fast zu spät. Wir können jetzt hier beispielsweise, wenn das jetzt noch etwas länger gedauert hätte, können wir Close Programm drücken, das heißt, wenn es fertig ist, fährt er den Computer herunter. Eject heißt, gibt die CD wieder aus und hier fährt den Computer herunter. Anschließend bestätigen wir mit OK. So, hier haben wir jetzt unsere ISO-Datei. Die können wir jetzt wiederum auf CD bauen, wenn wir jetzt noch eine davon machen wollen. Das heißt, schließen das nochmal. Oh, sorry. So, einfach nochmal ImageBurn aufrufen. Anschließend einfach eine leere CD in das Laufwerk einlegen, habe ich jetzt hier nicht gemacht, und danach eine Create Image File vom Disk, das heißt von der ISO-Datei auf die CD brennen. Man kann natürlich auch viel weiteres machen. Wenn wir jetzt beispielsweise hier irgendwo ein Musikalbum haben und das digitalisieren wollen und das jetzt öffnen wollen und wir kein Laufwerk haben oder ähnliches, dann können wir das einfach mit den Daemon-Tools machen. Ich habe das jetzt, der Link wie immer in der Beschreibung, einfach auf die Seite gehen, ich mache das kurz, da einfach auf Daemon -tools.cc und dann hier die aktuelle Version runterladen. Link wie immer in der Beschreibung. Anschließend, nachdem wir das jetzt heruntergeladen haben, installieren wir das einfach. Ich habe das hier schon runtergeladen. Ich spreche das jetzt nur kurz an. Der Link zu dem anderen Video, wo wir das bereits gesprochen haben, befindet sich wie immer in der Beschreibung. Jetzt den Lizenzvertrag, den akzeptieren wir. Gekaufte Lizenz, wir haben die kostenlose Lizenz. Wenn Sie den gekauft haben, einfach das obere Checkbox auswählen, dann auf Weiterklicken. So, jetzt hier, was wollen wir damit mit dem Programm verbinden? Lasse ich jetzt einfach an der Stelle so und klicke auf Weiter. Google Chrome mit Daemon Tools anbieten, machen wir Nein und ja.
Oh, ich hätte es an der Stelle nicht, jetzt hier auch nicht erlauben. Und jetzt den Ordner, wo das gespeichert werden soll, einfach auf weiterklicken. So, jetzt installiert er das. Virtuelles Laufwerk wird aktualisiert. Also heute ein wenig einfacher, dieses Tutorial. Aber das heißt nicht, dass es weniger hilfreich ist. Ja. Gut. Jetzt sehen wir auch hier gerade Geräte, Treiber, Software wurde erfolgreich installiert. Das ist jetzt unser neues virtuelles Laufwerk. Das heißt DT Soft Virtual CD ROM Device. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern hier. Auf nicht installieren. Und keine Mini-Anwendung. Und jetzt starten wir einfach mal Daemon Tools Lite. So, wie wir gesehen haben, unsere ISO hat sich jetzt gleich, hat das Icon gewechselt, wenn man das so sagen kann. Schließen wir das hier an der Stelle wieder. Wenn wir jetzt beispielsweise auf die CD klicken, wird das Image einfach eingebunden. Das heißt, wird jetzt in das Laufwerk, in das virtuelle Laufwerk gelegt, praktisch. Und jetzt hier sehen wir das. So, wir können jetzt ein bisschen warten. Und hier sehen wir jetzt, die CD-ROM wurde erkannt. Wir können das jetzt wie gewohnt einfach ausführen. Ja, gut. Das ist jetzt, liegt an der CD. Wir sehen jetzt hier, wir können einfach jede ISO jetzt virtuell betrachten. Das heißt, die einfach öffnen. So, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen, war ein bisschen hilfreich. Würden uns über Likes und Abos sehr, sehr freuen. Okay, wir haben auch eine Facebook-Seite. Wäre auch nett, wenn Sie uns da irgendwie ein Like geben könnten. Wäre sehr, sehr nett. Ich bedanke mich recht herzlich. Ciao.